Herzlich willkommen, liebe Studierende. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und ich begrüße Sie zu diesem Input-Video für unsere Sitzung des Kurses Sprache, Medien und Sport. Heute mit dem wunderbaren Thema Post-Match-Interviews. Was sind eigentlich Post-Match-Interviews? Ich möchte nochmals erinnern an das Zitat von Burkhardt, was wir zu Beginn dieses Kurses schon besprochen hatten. Neben dem eigentlichen Wettkampf auf der Spielfläche, hier geht es um Fußball, ist das Wichtigste an den heutigen Großveranstaltungen des Sports die Kommunikation. Und ein ganz wichtiges Genre in der medialen Aufbereitung von Sportereignissen sind die Interviews, die typischerweise mit SportlerInnen geführt werden, direkt im Anschluss an den Wettkampf. Und das bezeichnet man in der Forschung oder auch sonst in den Medien als Post-Match-Interviews, spielanschließende, wettkampfanschließende Interviews. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber auf mich übt dieses Genre eine ganz eigenartige Faszination aus, denn auf eine Art nervt es total, weil da werden immer die gleichen Phrasen gedroschen und eigentlich ist es total langweilig und uninformativ, aber trotzdem kann ich da nicht wegschalten. Ja? Ich muss mir das angucken und so geht es, glaube ich, ganz vielen. Und wir möchten heute in der Sitzung uns mit Texten von Antje Wilton beschäftigen, die dazu viel geforscht hat. Sie hat Post-Match-Interviews als Medienrituale beschrieben und schlägt Möglichkeiten vor, wie man erklären kann, was denn die Funktion und vielleicht auch die Faszination von Post-Match-Interviews ist. Sie beschreibt also PMIs als Medienrituale. Das heißt, es sind soziale Veranstaltungen, die einem ritualisierten Ablauf folgen. Sie haben ritualhafte Funktionen und es sind aber auch Medienrituale in dem Sinne, dass es nicht einfach nur Rituale sind, die in den Medien übertragen werden, sondern solche, die überhaupt erst im Zuge der Mediatisierung des Sports sich entwickelt haben. Sie erinnern sich, wir hatten zu Beginn des Kurses besprochen, Mediatisierung des Sports heißt, dass sowohl die Medien Einfluss nehmen darauf, wie Sport funktioniert, als auch der Sport darauf Einfluss nimmt, wie Medien funktionieren und da haben sich eben bestimmte Genres herausgebildet und da gehören Post-Match-Interviews bestimmt dazu. Es ist so, das hatte ich schon gesagt, Post-Match-Interviews nerven und typischerweise werden auch Post-Match-Interviews kritisiert als minderwertiger Journalismus. Ja? Einfallslos, immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. Ausgesprochen unkritischer Journalismus und man sagt ja, dass Fußballjournalismus oder Sportjournalismus eigentlich mehr Unterhaltung ist als Journalismus. Wenn man sich fragt, wo kommt so eine Bewertung her, wird man feststellen, dass so ein impliziter Bezugspunkt für solche Bewertungen scheinen eine andere Form von Interviews zu sein, vor allem politische Medieninterviews. Ja, wenn PolitikerInnen befragt werden im Fernsehen oder im Radio und wenn sie vor allem besonders kritisch befragt werden, wenn man so lange sie löchert und bohrt, um sie festzulegen auf irgendwas, um Widersprüche aufzudecken und so eine Art von kritischem Interview scheint irgendwie die Bezugsgröße zu sein, wenn wir sagen, dass Post-Match-Interviews unkritisch sind. Die Frage ist, ist es eigentlich ein fairer Vergleich? Ja? Also hier haben wir zwei Beispiele, so ein typisches Post-Match-Interview. Wir sehen schon noch mit dem Handtuch umgewickelt, also direkt nach dem Spiel. Und dann das Politik-Interview, was auch nicht unbedingt live passieren oder nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern auch wiederum medienvermittelt passieren kann. Hier wird der Innensenator von Berlin kritisch befragt zu einer Demonstration und dem Verhalten der Polizei. Ja, aber gucken wir uns mal hier dieses Post-Match-Interview an, ein paar Sekunden davon. Und dann machen wir direkt weiter mit dem Torschützen, Thomas Müller. Gratulation nicht zum Sieg, aber zu einem richtig schönen Treffer. Fangen wir vielleicht vorher an. Sie haben frühes Tor kassiert. Wie schwer war es denn dann in Spanien erstmal die Spielfreude zu nehmen? Ja, ich glaube, die Spielfreude kann man in Spanien niemals nehmen. Aber man kann natürlich ihnen das Leben schwer machen. Und sie sind auch verwundbar, das hat man auch gesehen. Es sind zwei ähnliche Mannschaften so ein bisschen aufeinander getroffen, die sehr gerne auch den Ball haben und nicht so gerne den Ball hinterherlaufen. Und in manchen Phasen haben wir es. In der Anfangsphase vor allem haben wir es nicht so gut gemacht, aber Mitte der ersten Halbzeit hat man dann auch sehr viel Ballkontrolle und da hat es mir und der Mannschaft auch besser gefallen. Und dann hat man eben auch unsere Möglichkeiten. Es war ein Spiel, das ja auch hätte vielleicht 2-2 oder 3-3 hätte ausgehen können. Insgesamt hat man schon gesehen, was beide Mannschaften für Fähigkeiten haben. Und
ja, war ein guter Test, aber es ist natürlich schon noch Luft nach oben in einigen Bereichen. Okay, nur mal bis hier. Also es war ein Freundschaftsspiel, was 1-1 ausgegangen ist. Thomas Müller hat das Ausgleichstor geschossen, aber zuerst waren sie in Rückstand. Jetzt schauen wir uns mal an. Wilton schreibt, dass Postmatch-Interviews werden durch einen celebratory, neutralizing and conciliatory Style sind sie ausgerechnet. Conciliatory, versöhnlich. Ja? Also es wird, die Sportlerinnen werden gelobt, dafür Glückwunsch zum Sieg und so weiter und insgesamt eher neutralistisch und eben versöhnlich. Es wird ja durchaus eine kritische Frage gestellt, ja, wenn es ist ja nicht, sie konnten ja nicht gewinnen. Und die Frage ist aber interessant, die Frage, die Art der Formulierung, wie schwer war es den Spaniern die Spielfreude zu nehmen? Ja, hier wird Thomas Müller die Möglichkeit gegeben, dann das Ganze aus seiner Perspektive zu schildern. Es wird aber nicht zum Beispiel gefragt, die Spanier waren ja total überlegen, wieso ist ihnen da nichts Besseres eingefallen oder Ähnliches. Ja, also hier wird Kritik auf eine sehr weichspülerische Art und Weise, könnte man sagen. Montgomery hat sich die Berichterstattung zu den Olympischen Spielen in Peking angeschaut und er beschreibt es so, es geht darum, to make personal experience of the interviewee, also dem Interviewten, available to the audience. Ja, es ist ja interessant, dass hier alle das gleiche Spiel gesehen haben, JournalistInnen, ZuschauerInnen und auch die Sportler, alle waren sie dabei, aber natürlich haben die Leute auf dem Platz nochmal eine andere Sichtweise und diese Perspektive gilt es irgendwie verfügbar zu machen für das Publikum und das ist sozusagen die eigentliche Funktion und dem werden dann auch kritische Fragen untergeordnet. Ja? Also, dass es schwer war, denen die Spielfreude zu nehmen, wird vorausgesetzt, aber es wird dann gefragt, wie schwer war es. Und interessant ist auch, dass Thomas Müller dann die Frage eigentlich gar nicht wirklich beantwortet, sondern er spult dann das übliche Programm ab, weil er ganz genau weiß, wie solche Interviews funktionieren und sagt dann, wie waren die einzelnen Passagen, was haben sie gemacht und so weiter und was hat die Mannschaft gemacht. So ein sehr ritualisierter Ablauf. Ja, und die ritualhafte Funktion, hier hilft es vielleicht mal nachzuschauen in Ritualtheorien. Bergesen hat in Anschluss an Dürkheim und seine Theorie der religiösen Riten die ritualhaften Funktionen so beschrieben. Der Kern des rituellen Prozesses besteht darin, die individuellen Teilgefühle zu sammeln und daraus ein kollektives Gefühl zu machen. Der Prozess des rituellen Sammelns ist ein Prozess symbolischer Reproduktion, bei dem die emergente Wirklichkeit, die aus der Sammlung und der Konzentration individueller Empfindungen entsteht, auf jedes Individuum zurückwirkt. Die Teilnahme der Individuen an der kollektiven Wirklichkeit wird dadurch verstärkt und bestätigt. Ja, also alle haben sie irgendwie teilgenommen an diesem Ereignis, aber alle aus unterschiedlichen Perspektiven. Und es geht darum, diese unterschiedlichen Perspektiven auf eine Art in Einklang zu bringen und auch sowas wie eine kollektive emotionale Bewertung herzustellen. Und so gesehen erfüllen Postmatch-Interviews wunderbar ihren Zweck. Und die Art und Weise, wie sie gestaltet sind, ist genau funktional und es ist vielleicht deswegen auch einfach nicht dem eigentlichen Ziel angemessen, wenn man sie einfach nur als unkritisch kritisiert. Ja. Daraus folgt dann aber auch, dass wir PMIs als dialogische Geschehen beschreiben müssen. Ja, deswegen arbeiten wir mit Mitteln der Gesprächsanalyse. Es geht darum, nachzuzeichnen, wie beide Beteiligten gleichermaßen daran beteiligt sind, das Geschehen einer Bewertung zu unterziehen und die einzelnen Perspektiven für das Publikum miteinander zu matchen. Und deswegen hat Wilton ihren Aufsatz auch so genannt, es geht um die Interactional Construction of Evaluation in Post-Match Football Interviews. Ja? Interactional Construction, also die interaktionale, gemeinsame Konstruktion von Bewertung. Um es nochmal für Sie in Erinnerung zu rufen, worum geht es in der Konversationsanalyse? Hier möchte ich das auch in den Worten von Wilton sagen, weil es denkbar klar ist. Es geht darum, die Praktiken, Strategien und Ressourcen zu untersuchen, that interactants employ to conduct meaningful conversations and to interactively construct the communicative activity they are jointly
engaged in. Ja, ist also so eine Art von Vertrag, den die Sportlerinnen und Journalistinnen miteinander abschließen. Es geht darum, jetzt für das Publikum irgendwie das Geschehen begreifbar und nachvollziehbar zu machen. Das ist das, was wir tun. Und beide sind wir daran beteiligt, in den Arten, wie gefragt wird, aber auch in den Arten, wie geantwortet wird. Und selbst wenn kritische Fragen gestellt werden, muss diese Funktion trotzdem erhalten bleiben. Ja? Am Rande noch die Bemerkung, interessant ist natürlich auch zu sehen, was passiert, wenn sowas schief läuft. Sie erinnern sich vielleicht an das Eistonnen-Interview mit Per Mertesacker. Was wollen Sie eigentlich? Ne, denken Sie, das ist eine Karnevalstruppe, wo genau dieses Spiel mal plötzlich nicht mehr funktioniert, ja? Wo die kritischen Fragen dann auf eine sehr harsche Art und Weise zurückgewiesen werden. Da spielt Mertesacker das Spiel einmal nicht mit. Und auch das wäre als sogenannter Deviant Case, als ein abweichender Fall, ein interessantes Analyseobjekt. Ja, das soll es für jetzt gewesen sein. Wir sehen uns nachher in der Videokonferenz. Danke und tschüss.